Hey, ihr kleinen Albtraumgestalten, ich bin der Bruga und endlich seht ihr hier bei mir Little Nightmares 2. Ich bin aus dem Krankenhaus zurück, mir geht's wieder einigermaßen gut. Das wird sich über die Wochen jetzt alles natürlich verbessern. Und ja, ich bin echt froh, dass ihr wieder mit dabei seid am Start. Es gab jetzt ein paar Tage keine Videos. Cyberpunk mache ich auch noch weiter, keine Sorge. Aber erstmal das hier, es ist ganz, ganz neu. Jetzt auch erst vor ein paar Tagen rausgekommen, am 12. glaube ich. Ach schön, ich freue mich so darauf. Ich habe ja den Mobile-Ableger vor kurzem gespielt. Könnt ihr auch gerne mal in die Playlist schauen. Very Little Nightmares, war auch ganz niedlich. Naja, erstmal lieben Dank an meine Kanalunterstützer, denn in der Zeit jetzt war das ohne euch gar nicht möglich, dass ich den Kanal am Laufen halte. Wirklich, kaum Videos, viele Projekte, die nicht so gut geschaut werden. Aber naja, gut. Ja, dafür habe ich ja euch, dass ihr mich da unterstützt monatlich. Deswegen, ich lese in jedem ersten Part, ich möchte es nochmal sagen, das kommt in letzter Zeit öfter in den Kommentaren wieder, lese ich die Top 2 Tier-Unterstützer vor, also Tier 1 und Tier 2. Tier 3 Unterstützer kommen zudem noch in die Kanalbeschreibung, also in die Videobeschreibung. Tier 4 und Tier 5 leider nicht, weil das wäre sonst zu viel. Aber es sind so viele Unterstützer und ich bin jedes Mal wieder dankbar, wenn ich die Namen sehe, dass wieder neue dazugekommen sind. Es gehen halt auch immer mal wieder welche, aber das ist halt der Lauf der Dinge. Bin ich nicht böse drum. Naja, gut. Erstmal, das wären Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani 1407, Bienchen Maya, Cindy H, Destiny Rock, Didok XCX, iTobi 1337, Encore 90, Erasion Korane, Ice Rain 87, Aivati, Jedi in Disguise, Caruso, Klein Liz, Leon der Mettler, LTC Delta 216, Manuel, Marcel Grupp, Mary, Mikirin DLCT, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nico Lehmann, Nixstar, Obergeil, Pat Kadi, Party Crew 93, Patrick Kominatski, Rylion Donovan, Rix Beast, Rufus Platus, Sekunde, Sebastian HH, Segejan van Tan, Shorty Fox, Simon Kaiser, The Phoenix, True Chaos, TWD Mr. Wayne und ZX94. Vielen lieben Dank an euch, vielen lieben Dank an alle anderen, die mich unterstützen. Wenn auch ihr mich vielleicht unterstützen möchtet mit einem kleineren oder größeren Obolus, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Unter Kanalunterstützer werdet ihr fündig. So, jetzt starten wir neu, Leute. Ah, ich freue mich drauf. Es soll ziemlich, ziemlich abgefahren werden. Also ich habe auf Twitter schon was gelesen, dass jemand sagte, hey, dritter Teil dann Bloodborne oder was? Little Nightmares Bloodborne, weil es wird wohl immer krasser hier auch von der Optik. Ich bin gespannt. So jetzt. Ruhe, viel Spaß mit dem Intro. Also wir sind nicht mehr auf dem Schiff offensichtlich. Und wir sind nicht Six, das kleine Mädchen, das am Ende ziemlich gruselig wurde. Sind vielleicht der Junge aus Maw of the Void, sind wir auch nicht, schätze ich. Komm mal, wir können springen, ja! Ich kann mich ducken. Und ich kann mich ducken. Und sprinten. Oh, es ist so makaber. Es ist auch so ein bisschen gerade wie Limbo. Da ist man am Anfang ja auch im Wald. Ich kann jetzt 3D. Also, nee, aber warte mal, das habe ich jetzt verwechselt. In Very Little Nightmares konnte man nicht 3D laufen. Mehr oder weniger. Alter, was ist das denn hier? Ich dachte, das ist gerade wirklich nur 2D, wie ich laufen kann. Lass mal reinsetzen. Was ist das? Yuck. Uah. Oh, es ist so cool, Leute. Ich mag das Spiel. Ich mochte den ersten Teil auch schon richtig gerne. Habe ich auch hier ein Feuerzeug oder sowas wieder? Oh, ich kann rufen. Ahoi. Zieh, Junge. Habe ich denn Feuerzeug oder sowas? Nee, leider nicht, wie es aussieht. Es ist so schön makaber und so fies irgendwie alles. Oh oh. Alter.
Ich hab'n Schuh. Ach du Scheiße. Die ganzen Leichen da drin. Na? Warum zieht er sich nicht hoch? Ah, jetzt. Man muss die Greifentaste drücken hier. Oh Gott, der bricht doch bestimmt runter. Nee? Ah. Ja, das ist eine Falle, das sehe ich doch jetzt schon. Soll ich mal reintreten? Nee, warte mal, das ist eine Käfigfalle. Ich dachte, man stirbt da drin und das ist bestimmt eine Grubenfalle. Aber sollen wir mal ein paar Tode? Wir gucken uns mal ein paar Tode an. Ich meine, gut, da wäre ich jetzt im Käfig gefangen, aber hier sterbe ich doch bestimmt. Oh ne, gar nicht. Das sieht aus wie eine Grube. Ist ganz schön stark, das kleine Männchen, oder? Oh Leute, ich hab so Bock. Ich hoffe, es geht wirklich so 5-6 Stunden oder so. Nicht nur so ein kurzes Spiel. Es ist auch so hübsch. So hübsch. Ich frag mich, ob er auch irgendeine Superkraft hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das ist gut. Ich sag ja, wie ein Limbo am Anfang. Oh, da ist man auch im Wald unterwegs. Ich glaube, ich sehe da was. Oh, er kann auch sliden. Achtung! Oh! Warum? Warum fällst du runter wie ein Stein? Aber wir gucken erstmal, was gibt's hier noch? Okay, das war's. Ich da oben irgendwie noch. Ich geh da mal. Ich hab keinen Bock mehr, ich mach weiter. Oh. Exploitation Area. Ja, okay. Dann machen wir es mal so, wie es gedacht ist. Also wir wissen ja noch mal so kurz Recap im ersten Teil. Da ging es darum, dass Six auf diesem Dampfer im Ozean irgendwo ist. Oder, ja, keine Ahnung, wo es halt war. Und da kamen dann diese Gäste und die haben Kinder gefressen. Ah, man muss springen dabei. Und, ja... Und sie hat versucht zu entkommen, aber diese ganzen Gestalten, dieser Typ mit den langen Armen, der Koch, die asiatische Frau mit der Maske, die diese telekinetischen Kräfte hatte. Und im Endeffekt hat Six diese Kräfte auch gehabt. Aber dann sind wir ja von dem Dampfer runtergekommen und später noch mit dem komischen Jungen, den wir noch getroffen haben. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Und was jetzt hier so die Story ist, keine Ahnung. Die Story ist... Also es gibt auch keine Texte oder so, sage ich gleich dazu, wer es noch nicht kennt. Schaut euch unbedingt den ersten Teil an nochmal. Es ist halt alles so... Es ist mehr so visuell, die Geschichte. Man muss sich das zusammenreimen, was hier passiert. Dass hier wohl Kinder gegessen wurden oder die wurden ihrer Lebensenergie beraubt. Und die wurden dann so diesen kleinen Wichteln mit diesen Spitzhüten. In Very Little Nightmares war es dann ungefähr genauso. Man hat so ein Mädchen mit gelbem Regenmantel gespielt. Bäh. Kann ich den schmeißen eigentlich? Ah, so kann ich den werfen. Okay, mit X. Oh, clever girl. Habt ihr gewusst, da kommt noch irgendwas mit einer Falle, also einer Bodenfalle. Ja, und auf jeden Fall, am Ende wurde man dann leider wohl erwischt von diesem Mädchen.
mit den weißen Haaren, die hatte auch diese Kräfte, wie gesagt. Dann gab es auch noch einen Hausmeister. Ja, was war das? So ein alter Sack halt in der Wäscherei. Dann gab es noch einen Schneider, beziehungsweise Butler. Oha, das sehe ich, das sind überall Bärenfallen. Soll ich mal reintreten? Oh! Und das ist zwar so kindlich, aber es ist auch nicht gerade wenig Gewalt, muss man sagen, hier. Alter Schwede. Kann ich ihn nehmen? Nee. Ein Stock. Okay, was? Achso, ich muss ja... Ja. Okay. So geht das. Wäh. Wow. Wow. Alter. Du meinst aber auch ernst hier, hä? Du Scheiße. Da liegt doch direkt noch eine vor mir, oder? Wenn ich jetzt da runtergehe. Nee, okay. Ach du Scheiß. Das ist immer brutal hier. Guck mal, da liegt auch noch eine. Oh. Ah. Ach du Elend! Keine Welt für Kinder hier! Oh. Ach wie schön! Ein bisschen Sonne an so einem Ort. Ist denn hier nicht richtig? Es gibt bestimmt wieder Secrets zu finden, Leute. Toilette. Also sogar in Very Little Nightmares auf dem Handy, da gab es auch ein paar Secrets. Oh Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier für miese Gestalten kommen. Hört ihr das? Die Melodie hier ist irgendwo was Geheimes, glaube ich. Eine Mütze. Oh. Das war ein Geheimnis. Setze gesammelte Hüte im Pausenmenü auf. Ja. Oh nein, habe ich schon welche verpasst. Ich hoffe es nicht. Ah, guck mal. Wir haben ja ein Gesicht. Ich dachte, dass die Musik, das wäre das Geheimnis. Aber nein. Ist das gut, ey. Also nicht nur mit den Hüten jetzt, sondern generell die ganze Atmosphäre ist so richtig bedrohlich. Kommen hier auch wieder diese Wichtel. Ein Kind. Huh?
Kann ich das irgendwie befreien da draus? Das sieht alles ein bisschen instabil aus, die Tür. Oh, mit dem Hackebeil, komm. Oh nö. Ach, wie doof. Oh, da ist eine Axt. Gib mir die Axt. Komm, das schaffe ich doch, oder? Ach, Mist. Ah, nee, komm so. Oh. Ja! Es wird echt langsam Bloodborne hier. Ist vielleicht seine Schwester oder gibt es hier generell jemanden, den wir suchen? Hey! Beißt unsere Hand ab, Achtung. Ja, die Kinder sind ja vorsichtig, glaube ich. Aber warum ist hier alles so riesig und wir sind so klein? Ich weiß es nicht. Das wurde noch nie erklärt von Seiten der Entwickler, oder? Oh nein. What the fuck? What the fuck? Alter, ist das gruselig. Oh mein Gott. Das sieht ja aus wie die... Ja, nicht ganz. Also... Nicht wie die Familie aus Resident Evil 7, aber... Aua. Warte, ich helfe dir. Wie ist er überhaupt rangekommen da oben? Räuberleiter? Oh nein. Komm schnell, Mädchen! Wir müssen den schieben. Komm. Oh, wir müssen wieder Koop. Also, ja, Teamwork-Action, nicht Koop. Da hängt ein Schlüssel. Am Fleischerhaken, wie passend. Was sind das hier für Säcke? Yikes, ach. Da hängen schon wieder Füße raus. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kurbel. Gibt's mir wieder Räuberleiter? Ja. Ist hier nicht auch das Mädchen aus dem... aus Very Little Nightmares vom Handy, was am Ende entkommt? Ich meine, die haben ja miteinander zu tun, die Spiele, ist ja klar. Irgendwie. Oh nein. Boah, lecko mio, ey. Ist irgendwo noch ein Hut? Ich will die Hüte nicht verpassen, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Macht sich hier irgendjemand aus Menschen Puppen oder Teile von Menschen? Was ist das für eine kranke Sau? Au!
Ja, dreh doch, okay. Ah! Ich hab ihn! Oh, 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 oh. Sehr gut! High five, komm! Gib Faust! Ach man! Ich wette aber, das war's noch nicht, Leute. Jetzt, wenn wir aus dem Haus raus wollen, passiert irgendwas Schlimmes. Vielleicht fliegt die Tür auf oder so da hinten. Oh, wir haben es geschafft. Also aber... Aber wie kommt man eigentlich hier rein, wenn von innen das Schloss... Na egal. Oh, sie hilft mir... Oh, warte mal nochmal. Oh! Was zum Geier? Was zum Geier? Was war das denn? Schade, ich würde gerne mal wissen, was noch... Guck mal, ein Teddyhut hier mit so Teddyohren. Oh nö, ich würde gerne... Was war das gerade? Das war nur so ein... Auch ein Kind, das irgendwie so eine Bewegung gemacht hat, wie wir jetzt so springen und festhalten oder was? Keine Ahnung. Boah, ich warte nur drauf, bis hier jemand kommt, ne? Okay. Das ist also auch jemand, der Tieren die Haut abzieht. Und ich glaube, er ist gerade hier. Alter, ist das fies. Das ist Chuck Tester. Oh mein Gott, wir müssen laufen. Wir müssen laufen! Oh. Alter. Der schießt uns einfach über den Haufen. Das ist nicht richtig mit ihm. Komm, wir machen dann auf Hobbits. Ach du Scheiße, du Arsch. Ja, da sind sie weg. Kannst wieder reingehen. Oh Mädchen, mach keine Dummheiten, bitte. Wollen wir nicht zurückgehen? Nervous Kid Zirl.
Da vorne in das Loch. In den Kaninchenbau. Oh. Ein Glück, hier geht's gut. Oh! Er jagt halt echt kleine Kinder, du dummes Arschgesicht. Was soll denn das? Hoffentlich kommt er jetzt nicht irgendwo rausgeschossen. Oh, cool. Also, wir schaffen's. Warte mal. Komm, Mädchen, spring zuerst. Oh nein. Ich glaube, sie muss mir helfen gleich. Oh! Heroisch. Mann, ich habe bestimmt irgendwo einen Hut verpasst. Das fuchst mich am meisten gerade. Ich dachte gerade, es wäre eine dicke Katze auf dem Käfig, aber die wäre ein bisschen klein. Doch, da ist ein Hut drin. So ein Regenhut, oder? Warte mal, das muss da irgendwie... Kann ich den nicht irgendwie runterkriegen? Ja! Mein Hut, mein Hut. Der hat drei Ecken. Oh yeah! So eine Regenmütze. Geil! Und dann warte mal, ich mach Schluss, Leute, für den ersten Part. Also mir macht's eine Menge Laune, ich hoffe euch auch. Oh, ich muss halt, ich merke gerade, dass es noch sehr schwierig ist für mich aufzunehmen, so viel. Ich werde schnell still und ich habe auch noch ein bisschen Schmerzen. Naja, macht nichts. Wir machen nächstes Mal weiter, Leute. Ab jetzt wieder täglich Videos, hoffe ich doch. Ich freue mich drauf. Lasst mir gerne ein Like auf die Folge und schreibt mir was Nettes in die Comments. Und ja, wie gesagt, bald Cyberpunk, dann auf jeden Fall wieder Mass Effect auf dem Zweitkanal und vielleicht auch Werewolf spiele ich weiter, mal gucken. Ja, und noch ganz viele andere Spiele, die jetzt bald rauskommen wieder mal. Eieiei, nächste Woche kommt Far Cry 6 schon. Ja, ich bin gespannt. Macht's gut, bis dann. Tschüss.